Ja, und damit jetzt endlich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, sind schon seltsame Dinge, die hier vor sich gehen. Ich schau mal eben, wer war der Junge? Finden Sie heraus, was Alisa weiß? Die Frage ist jetzt nur, wo finden wir jetzt Alisa? Das würde mich jetzt mal interessieren. Letztes Mal sind wir, glaube ich, hier durchgegangen. Ach, es ist jetzt tagsüber. Das ist schon mal gut. Und sobald du in der Küche fertig Okay. bist, geh den Keller säubern. Die Spinnen haben dort ein Nest gebaut, ein ziemlich großes sogar. Sie krabbeln überall herum. Ah, Master David, wie schön, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Ja. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Ich habe einige schottische Delikatessen für Sie zubereiten lassen. Blutwürste, Haggis, Rühreier mit Rehhirn und Bacon. Ich habe das Reh selbst in unserem Wald geschossen. Was zur Hölle ist das? Mutter mochte Gerichte mit Innereien nie besonders. In diesem Fall wäre ihr etwas entgangen. Das war köstlich. Vielen Dank. Unsere Spezialitäten müssen jemandem, der aufgewachsen ist wie Sie, seltsam vorkommen. Ich bin in Indien aufgewachsen. Mein Begriff von seltsam ist recht weit gefasst. Eat well? Was, wie? Wofür habe ich denn jetzt eine Errungenschaft bekommen? Okay. Schauen wir uns hier nochmal kurz um. Sieht so ein bisschen weihnachtlich aus irgendwie. Es ist ja jetzt gerade so schön hell. Da kann man sich ja mal alles angucken. Aber hier scheint nichts Brauchbares drin zu sein. Sie raucht Pfeife? Ich dachte, das wäre unter ihrer Würde. Kann ich mit dir sprechen? Lady Margaret. David? Darf ich mich für mein seltsames Verhalten gestern Abend entschuldigen? Es ist nur. Das ist nicht nötig. Du warst offensichtlich erschöpft von der Reise. Lass uns nicht weiter davon sprechen. Ja. Ich will ihr nicht noch einen Grund geben, mich für verrückt zu halten. Die Frage mag ungewöhnlich erscheinen. Es würde mich überraschen, wenn nicht, mein Junge. Bin ich schon jemals hier gewesen? Ist es möglich, dass ich als Kind zu Besuch war und mich nicht mehr erinnern kann? Nein, du bist diesen Mauern fremd. Und ich habe das Gefühl, es wäre ihr lieber, wenn es so bliebe. Was für ein Mann war mein Großvater? Oh, er war wunderbar. Er war attraktiv, so attraktiv und fürsorglich. Fürsorglich genug, um ein wehrloses Kind die Treppe herunterzustoßen. Alles war so anders, als er noch lebte. Das Dienstmädchen, sie benimmt sich ein wenig seltsam, als hätte sie Angst vor mir. Ja, nun ja, sie ist ein einfaches Ding. Vielleicht hat sie von dem Fluch der Gordons gehört, über den die Einheimischen schnattern. Fluch? Was für ein Fluch? Nur ein Bauernaberglaube. Ich vermute, sie hat Angst, dass du die gleiche unberechenbare Gewalt an den Tag legen könntest wie dein Vater. Vater schien mir nie einen Hang zur Gewalt zu haben. Oh, es gibt viele Dinge, die du nicht über deinen Vater weißt. Das ist sein Werk. Was? Aber wie? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen, David. Und das Dienstmädchen sollte besser seinen Mund halten und den Ohrring finden, den es verlegt hat,
Bei glänzenden, teuren Dingen ist sie wie eine Elster. Okay. Wenn ich ihn ihr gäbe, würde sie mir trotzdem nichts Nützliches verraten. Weder über Vater noch über die Geheimnisse dieses Orts. Aber das Dienstmädchen? Vielleicht kann ich so ihr Vertrauen gewinnen. Ich wollte ihm jetzt auch nicht den Ohrring geben, sondern ich wollte eigentlich mit ihr darüber sprechen. Aber gut, dann beenden ich wir das. Ich darf mich zurückziehen, Lady Margaret. Du darfst. Oh, und David, der Herr des Hauses sollte die Privatsphäre jener unter seinem Dach respektieren. Selbst dein Vater hat das verstanden. Manchmal ist ein Schreibtisch mit Absicht verschlossen. Okay. Ein Schreibtisch? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Verzeihung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Davon weiß ich nichts. Verstehe. Dann nichts für ungut. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht, aber okay. Ja, ich glaube sonst... Ach doch, da hinten kommen wir noch raus. Die Frage ist jetzt nur, wo ist das Dienstmädchen? Sie sollte, denke ich mal, in die Küche gehen, ne? Hat sie denn nicht eben sowas gesagt? Der eine Typ da, aber wo war jetzt die Küche? Nee, da bin ich rausgekommen. War die nicht hier? Oh, diese Steuerung. Sache, da hätte ich auch genauso gut ohne Maus und Tastatur spielen können, dann wäre das genauso gewesen. Ah, sie ist das doch noch, ja. Miss Crennan? Blut? Was für ein Blut? Ich glaube, Sie haben den hier vielleicht verloren. Ach, das Blut. Okay. Oh, Sir... Oh, vielen Dank, Sir. Ich wollte mich nur damit im Spiegel betrachten. Es war keine Absicht. Ich habe ihn verloren, Sir. Ich hatte Angst, es Ihrer Ladyschaft zu sagen. Sie kann sehr aufbrausend sein. Was werden Sie damit machen? Wenn ich ihn heimlich in den Salon bringen kann, denkt Ihre Ladyschaft vielleicht, sie hätte ihn dort selbst verloren. Wie ich Sie bislang kennengelernt habe, bezweifle ich stark, dass Ihre Ladyschaft das denken wird. Der starrt die aber auch an. Wird darin nicht gekochtes Essen transportiert? Wie kommt da Blut hinein? Ach, das kleine Ekel dachte, es wäre lustig, eins seiner toten Tierchen hineinzulegen, um mir Angst zu machen. Er sollte sie im Keller lassen und... Verzeihung, Sir. Es steht mir nicht zu, so zu sprechen. Haben Sie je mit meinem Vater geredet? Ich habe hier gearbeitet, als er... Das heißt, ich... Nur zu, bitte. Ich denke nicht, dass das angebracht wäre, Sir. Lady Margaret hat gesagt... Verzeihung, Sir, ich muss weiterarbeiten. Sie hat vor Margaret noch mehr Angst als vor dem Butler. Armes Mädchen. Ja, Sie haben gesagt, mein Vater habe Dinge gesehen. Ich will nicht darüber reden, Sir. Was ist meinem Vater hier zugestoßen? Tut mir leid, Sir. Sie sind nicht wie die anderen hier. Oh, Sir, es gibt Dinge, die Sie wissen sollten, aber ich brauche diese Arbeit wirklich. Sie weiß etwas, aber wie kann ich Sie überzeugen, mir zu vertrauen? Möchten Sie, dass ich Sie in den Keller begleite? Es würde sich nicht ziemen, den Hausbesitzer darum zu bitten, Sir. Nun, ich bin noch nicht der Besitzer. Und Sie haben nicht darum gebeten. Sehr freundlich von Ihnen, Sir. Ich helfe gern. Ich sage Ihnen, wenn ich bereit bin, Sie dort hinab zu begleiten. Ich lasse Sie dann mal weiterarbeiten. Mit mir zu reden macht Sie sehr nervös. Und im Moment habe ich keine Fragen an Sie. Wieso? Der hat doch gerade gesagt, er hilft gern. Oder soll ich jetzt allein in den Keller gehen? Wo war denn der Keller eigentlich? Puh. Das sieht aus wie Leder, weniger wie Fleisch. Okay. Sollen wir? Ach so, das ist die Kellertreppe.
Hier, was ist das denn? Toter Hirsch oder sowas? Wie grausam von Mr. McKinnon, sie allein hier runterzuschicken. Okay. Mal sehen, was sich hier unten finden lässt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht aufheben. Ich wollte eigentlich gerade dahin gehen. Es mag brutal erscheinen, aber einen so großflächigen Befall kann man nur mit einer ordentlichen Ladung Feuer bekämpfen. Ja, dann mach mal. Ich hoffe, du fackelst nicht alles ab. Mehr gehe ich nicht heran. Sonst krabbeln sie noch überall auf mich. Ich muss sie irgendwie alle auf einmal aus sicherer Distanz ausschalten. Das heißt, können wir da nicht einfach ein bisschen Alkohol reinwerfen oder so? Ein Moment. Das Wasser des Lebens. Einige der Whiskys stammen von örtlichen Destillerien. Aber er nimmt sie nicht. Doch, Moment, da ist eins. Reiner Alkohol. Nicht sonderlich schmackhaft, aber gut zum Reinigen. Und für Zaubertricks. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Treten Sie näher. Sir, was haben Sie... Mein Gott, das ist erstaunlich. Tut das nicht weh? Ein kleiner Trick, den ich in Indien gelernt habe. Ein letzter Feuerstoß. Hat dich das erschreckt, Elsa? Ich wollte nicht. Ah. Ja, du hast den Falschen erwischt, Junge. Und Sie sind? Edward Mallory. Du kannst mich Edward der Dritte nennen. Das ist also Cousin Eddie. Er scheint... Willkommen in meinem Schloss. So furchtbar zu sein wie die anderen. Dein Schloss. Ist das so? Schön, dich kennenzulernen, Eddie. Deine Eltern müssten also meine Tante Clara und mein Onkel Victor sein. Sind sie... Tot? Mausetot, alle beide. Reizend. Du hast dein ganzes Leben hier verbracht. Also hast du meinen Vater kennengelernt. Erst als er schon nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn schon viel früher in die Anstalt gesperrt. Ihn eingesperrt? Was habt ihr überhaupt hier unten zu suchen? Es gibt eine Grenze zwischen Ehrlichkeit und Unhöflichkeit, die Cousin Eddie nicht zu kennen scheint. Ich habe Miss Crannon geholfen. Oh, wieso hast du mich nicht gefragt? Verzeihung, Sir. Sirs, ich muss gehen. Du willst schon gehen? Hab ich was Falsches gesagt? So benehmen sich die kleinen Leute in Anwesenheit des Adels oft. Du hast was von einer Anstalt gesagt? Hab ich? Oh, du weißt es gar nicht. Also? Ist ja auch egal. Nun, ich muss noch ein Tier zerlegen. So langsam reicht es mir, dass jeder in diesem Haus meinen Fragen ausweicht. Es gibt etwas, das Sie wissen sollten, Sir. Etwas Wichtiges. Ich habe Sie reden gehört und... Du wirst fürs Arbeiten bezahlt, nicht fürs Schwätzen. Also los, Mädchen. Entschuldigung, Mr. McKinnon. Bibliothek. Nach dem Abendessen. Vielleicht erhalte ich endlich ein paar Antworten. Ja, dann schauen wir mal eben. Wer war der Junge? Treffen Sie sich nach dem Abendessen mit ihr. Ja, sollen wir das noch eben machen? Ich würde sagen, ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch übrig. Es sei denn, ich finde jetzt nicht sofort heraus, wie ich wieder zum Abendessen komme, dann wird's problematisch. Das war doch auch hier unten, oder? Hallo, war das nicht hier rechts?
Ne? Links bin ich auf jeden Fall nicht durchgegangen. Genau, ich glaube von hier, da war die Mutter, genau, da sind wir nämlich hier oben gewesen. Perfekt. Aber wir können nicht zu Abend essen, weil wir noch Tag haben. Ja, klingt irgendwie logisch. Dann würde ich jetzt, kannst du dich mal zu mir drehen hier? Dann würde ich jetzt sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und ja, wir müssen noch herausfinden, was mit dem Jungen passiert ist und so. Und ich denke, dass ich da ein bisschen mehr durch die Gegend laufen muss, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo ich jetzt eigentlich hingehen soll. Und würde sagen, wir machen einen kleinen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, was uns das gute Dienstmädchen sagen möchte. Und ja, was wir hier noch alles für seltsame Dinge erfahren werden. Ich bin gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!